Wir sind da in Wart in Vorarlberg am Hochtannbergpass. Ich bin da aufgewachsen und meine Eltern bzw. der Papa betreibt einen Biohof mit Milchkühe. Und da bin ich natürlich immer voll mit dabei, wenn es die Zeit zulässt. Was ihr da seht, ist unser Schlepper, wie man sagt. Den haben wir jetzt so ca. 20 Jahre. Und ich muss sagen, er hat gute Dienste geleistet. Ja, unser Johannes hat einen Test organisiert, hat heute ein neues Gerät da. Und der müsste jetzt gleich einmal kommen. Und ich bin schon ganz neugierig, ja, was er mir erzählt. Ja, heute ist ganz was Besonderes. Ich habe die Möglichkeit, dass ich den Unitrack 122 L-Drive von der Firma Lindner probieren kann. Es wäre eventuell ein Thema für unseren Hof, dass man einfach da auch noch mal mehr Effizienz rausbringt. Und der alte Transporter ist jetzt einfach schon in die Jahre gekommen und darum wird es jetzt Zeit, dass man eine neue Anschaffung, ja, macht. Und jetzt wird er auf den Prüfstand gestellt bei uns in dem Gelände. Ich bin schon gespannt, wie er sich bewährt bzw. wie es Handling ist, was er für eine Leistung bringt am Hang und ob vor allem auch das hohe Eigengewicht, das die moderne Maschine jetzt auch hat, im Hang ein Problem macht oder nicht. Der größte Unterschied bei uns zur Bewirtschaftung in flacherer und niederer Lagen ist sicher der, dass, ja, wir einfach extremes Gelände vorfinden da. Es ist einfach steil, es ist steinig. Also es sind teilweise einfach auch Gefahrenstellen, wenn man mit schwerer Maschine unterwegs ist, die man beachten muss. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher, aber das ist auch eine schöne Herausforderung am Bergbauernhof. Und ja, wir machen das alle mit Leidenschaft und darum funktioniert das auch. Auch die ganze Arbeit am Hof, die macht mir einfach riesig Spaß. Es ist ein super Ausgleich zu dem ganzen Training und zu den Wettkampfzeiten. Es ist wirklich ein Ruhepol für mich, wenn ich da mit dem Papa, mit der ganzen Familie einfach die Felder bewirtschaften kann. Und ja, gibt mir sehr viel Kraft auch für den Winter dann wieder. Auf alle Fälle ist es jetzt auch so, dass man mit der moderneren Maschine einfach mehr Schlagkraft hat. Man kann mehr in kürzerer Zeit bewirtschaften. Also das ist schon ein großer Faktor, der einfach wichtig ist, dass man die Zeit, die man hat, einfach optimal nutzen kann. Und das ist sicher mit der modernen Technik 101 zu früher. Und Hannes? Super Gerät, ja. Ja. Gewaltig. Echt gewaltig, ja. Also ich glaube, in Zukunft werden wir mit dem unterwegs sein. Ja. Ich denke auch, der Alte hat gute Dienste geleistet. Ja. Also die Allradlenkung, die dunkelt mir gewaltig. Ja. Ja. Also du bist so wendig. Ja. Das ist unglaublich.